ich bin heute für Verstehen Sie Spaß in Firnheim und hinter mir ist die Friedrich-Fröbel-Schule und da drin warten ganz viele Lockvögel auf mich. Und genau hier in dieser Schulküche wollen wir heute den berühmten Fernsehkoch Tim Mälzer reinlegen. Bei Köchen sagt man, glaube ich, besser, wir wollen ihn auf kleiner Flamme ein bisschen garen. Und helfen werden mir dabei die Hauswirtschaftslehrerin, das ist die Frau Schuch, und der Schulleiter, der Herr Taube. Darf ich Markus sagen? Na klar. Und am wichtigsten sind natürlich die Schüler. Hey! Die wollen uns heute helfen. Ihr habt eine neue Küche gewonnen. Markus, die sieht toll aus. Was musstet ihr dafür machen? Wir haben beim Wettbewerb Klasse Kochen teilgenommen und mit Frau Schuch, unserer Hauswirtschaftslehrerin, und den Schülern gemeinsam wurde ein Wildkräuter-Kochbuch erstellt. Und das war das Ergebnis, die Küche gewonnen zu haben. Und nicht nur das, es kommt auch noch heute zur Einweihung und zum Festakt Tim Mälzer, der berühmte Fernsehkoch. Und wir alle wollen heute mal versuchen, den Tim ein bisschen in die Pfanne zu hauen. Und wie sagen die Köche im Fernsehen immer, wir haben da schon mal was vorbereitet. Und zwar für den Mann, der hier ankommt, Starkoch Tim Mälzer. Ein Mann, der normalerweise nichts anbrennen lässt. Darum ist er auch ganz cool. Wieso auch nicht? Steht ja nichts Besonderes an. Ein bisschen kochen, kurz in die Aula zum Festakt, ein paar Autogramme verteilen, Feierabend. Denkt er, wird aber nix. Den Drink kann Tim gut gebrauchen, denn hier kommt Frau Schuch. Also normal darf ich Sie hier ohne Hygiene, Schuhe überstreifen, aber nicht reinlassen. Normalerweise. Ist jetzt ernst oder was? Na klar ist das ernst und das ist erst der Anfang. Geht ja mit rein? Schüler, bitte rein. Geht ja bitte rein zum Herrn Mälzer. Frau Schuch macht schnell klar, wer hier der Chef im Ring ist. Ja, läuft. Gut. Was habt ihr an Fleisch gekauft? Fisch? Fleisch. Hackfleisch. Hackfleisch ist immer gut. Blätterteig ist da. Alles, was auf der Liste stand. Gut. Tut mir mal einen Gefallen. Geht ihr doch einfach mal alle raus, ganz kurz. Alle. Ja. Sie auch, Frau Schuch. Nicht auch Frau Schuch, vor allem Frau Schuch. Denn irgendwie ist sie ihm nicht ganz geheuer. Pass auf, wir kochen ja jetzt gleich gemeinsam irgendwie, ne? Frau Schuch, raus. Ja. Nee, raus. Mit Aufsicht. Nee, das schaffen wir mal 3 Minuten ohne. Das schaffen wir mal 3 Minuten ohne. Als nächstes erklärt Tim, dass er sich ein Leben ohne Frau Schuch durchaus vorstellen kann. Frau Schuch ist eine nette Dame und die wird natürlich auch ein bisschen nachher mitwirken und so, aber lass uns ein bisschen so unseren Kram machen, dass wir wirklich so überlegen. Also, habt ihr euch in Gruppen aufgeteilt vorher schon? Ja, das haben wir schon mal. So, den Teil stellt euch doch mal so zusammen, welche Gruppe das ist. Tims Wunsch, 3 Minuten ohne Frau Schuch. Aber das Leben ist kein Ponyhof. 1 Minute muss reichen. Herr Mälzer, Sie kommen klar mit den Kindern, ja? Ich komme hervorragend klar, vielen Dank. Ja? Wir müssen uns mal so ein bisschen orientieren am Anfang und dann passt das gleich. Alles klar. Das kriegen wir. Denken Sie bitte dran, wir gehen, ist hier oberstes Gebot. Immer. Ich hab keine Zwang. Das ist nicht an Ihren Schuhen geblieben. Oder gilt das nur für andere Leute? Nee, eigentlich müssen wir uns hier ansehen, aber Sie wollten ja nur mal kurz reinschauen. Ja. Gegen Frau Schuch hat hier keiner eine Chance. Und er schon gar nicht. Entspannt euch. Na, das läuft ja, ne? Das läuft wirklich. Das war wirklich. Die Schüler wirken ein bisschen verängstigt. Das ist ja, ist das so? Ja, dann sorgen wir mal dafür, dass wir das heute kurzfristig mal übernehmen. Dann darf Frau Schuch sich ein bisschen hinsetzen, darf ein bisschen die Füße hochlegen. Die ist ja auch alt verdient und hat ja schon viel geleistet in ihrem Leben. Und dann werden wir sie heute mal verwöhnen, Frau Schuch. Sie dürfen doch nicht glauben, dass ich hier die Regie aus der Hand gebe. Wir werden das mal gucken. Wir schauen. Doch zuerst schauen wir mal in die Aula, denn dort kochen wir Tim Mälzer beim offiziellen Teil der Veranstaltung weiter schön weich. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich heiße Sie alle als Schulleiter der Friedrich-Fröbel-Schule ganz herzlich willkommen zur heutigen Einweihungsfeier unserer Lehrküche. Und selbstverständlich begrüße ich unsere Schülerinnen und Schüler mit einem Moin Moin. Moin Moin, liebe Schüler. Moin. Ja, da guckst du, Tim, hä? Und Tim wird noch viel mehr gucken, denn hier kommt mein nächster Lockvogel. Eine Dame, die schon von Berufswegen wichtiger ist als der Ehrengast. Ministerialrätin. Tim Mälzer, ein echter Gentleman. Also, wenn man ein bisschen nachhilft. Ja, schönen guten Tag. Ich muss mich ja eigentlich nicht vorstellen. Mein Name ist Schenk, Sie kennen mich ja, Ministerialrätin. Und ich bin zu spät, aber ich glaube, jetzt sind alle da und wir können jetzt loslegen, weil ich bin es halt nicht gewohnt zu warten. Deswegen wollte ich mich jetzt noch mal eben kurz vorstellen. Also. Läuft.
Ja, und zwar genau nach unserem Plan. Tim Melzer steht der Spaß ins Gesicht geschrieben. Wir wollen jetzt natürlich auch ein paar Fragen an den Tim loslassen. Und die haben es in sich. Erstmal ganz harmlos. Wie alt bist du? Was schätzt du? 40? 40? Kann's bleiben. Was ist Ihnen wichtiger beim Frühstück? Eine Zigarette oder ein Ei? Also die Tasse Kaffee ist mir das Wichtigste. Sie werden öfters großer Sprücheklopfer genannt. Auf welchen Buch sind Sie besonders stolz? Welchen hätten Sie lieber nicht gemacht? Da nimmt sich der Sprücheklopfer wohl gerade mal eine Auszeit. Gute Frage. Da werde ich auf dem Rückweg noch lange drüber nachdenken. Fühlen Sie sich noch wie ein richtiger Koch, weil Sie so oft im Fernsehen unterwegs sind? Ja, ich glaube, ich bin auch der einzige richtige Koch im Fernsehen. Also sagen wir es mal so. Was ist Ihre Lieblingsdiät oder finden Sie sich nicht zu fett? Oh, schwerer Treffer. Oh, wir haben da so eine schöne Redewendung in Norddeutschland. Wenn das Glashaus keine eigenen Scheiben mehr hat, dann sollte man keine Steine schmeißen, Kollege. Und dick ist ein schönerer Begriff als fett. Das stimmt. Ministerialrätin Schenk will auch noch was von ihm. Ein Pressefoto einmal ganz kurz zusammen machen. Das machen wir gleich. Warte, ich mache noch ein fröhliches Foto. Dankeschön. So. Vielleicht bis später. Bis später würde ich sagen. Freue ich mich. Na klar freut er sich. Und wir freuen uns auf Teil 2.